Vorsprung haben wir. Nein. Na gut. Hi. Ich glaubt, er wollte hier durch. Oh. Ach du heilige Scheiße. Ach du grüne Neune. Alter, zoom mal ran, was ist? Körper hängen von der Decke wie nasse Wäsche, wie gehäutete Hasen. 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 Magst du einen Hasen sehen? Nein. Verstümmelte Männer gejagt und verermordet. Die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten teilt Gewalt von verdorbener Lust. Welche Geschichte er sich auch immer wieder erzählt, er schafft keine Frau, um ihnen Kinder zu gebären. Er schafft Frauen, um sie umzubringen. Lisa, ich will diesen Ort mit allen Beweisen, dass er je existierte, bis auf den Grundmauern abbrennen, die Murkoff Corporation vernichten, ihn in Schande begraben, ihm das Geld wegnehmen, sie aus der Geschichte löschen. Dieser Mann glaubt, er sei verliebt. Er ist überzeugt, die Therapie haben ihm geholfen. Es stinkt alles nach Tod und Angst, Pisse und kupfernes Blut. Kupfernes Blut. Fleisch, das zu Aas wird. Jo. Also sind das alles Männer? Ja. Ach du heilige Scheiße. Ja, okay, gut, okay, das reicht. Okay, das reicht, wa? Also, kurz und knackig, er macht Männer zu Frauen, um die Frauen zu töten. Vor allem, es ist, wie es aussieht, eine Sporthalle eigentlich. Ja, eine Altsport, ja. Ja, eine schöne, ja. Kick mal da hoch. Da kann man doch jetzt schön beobachten. Ja, leuchtet so mal. Das hat aber Titten. Vielleicht war das schon so weit. Also. Aber sie ist überall aufgeschlitzt in der Mitte. Ja, aber manche haben schon Titten. Also das sieht so aus, als wären da auch Frauen dabei, die wurde aufgeschlitzt hat, noch zusätzlich. Das sieht schon so verdächtig aus. Hilfe. Bin ich da? Los, ne. Ich glaube, du musst ihn loswerden. Ich glaube, du musst den Zettel nehmen. Wenn der so offensichtlich da liegt. Oder? Ja. Ja, du musst den nehmen. Na, ich glaube, er hat die Schüssel. Oder? Ich weiß nicht, ob er ihn hat oder nicht. Juckt. Ja, yeah, juckt. Läufst ein bisschen schief. Aber hier geht's nirgendwo weiter. Wo machst du hin? Sieht wohl so aus. Sieht wohl so aus, dass du es auslösen musst. Zum Glück schaue ich mir gerade so einigermaßen halb um, wa? Ja, es gibt Leute, die rennen nur durch. Alter, hast du es gesehen, wie weit die aufging? Die hätte man voll locker einfach aufbiegen können. Theoretisch gesehen schon. Praktisch gesehen ist er zu schwach. Sag mir nicht.
Hilfe! Mann! Ich hab doch den Sack. Ich glaube, das hätte ich da überlassen sollen. Ich muss ja wieder raus. Mach Spaß. Ich glaube, du musst schon mal rein. Schön außenrum nach. Da gehen wir mal in die Mitte. Ich glaube, das passiert von alleine. Au! Das schaut weh! Ich glaube, das hackt! Ich glaube, jetzt bleibt er da stehen. Nee, ey. Immer diese Männer hier. Sagt der Mann. Speichert! Ich glaube, den solltest du doch noch irgendwie töten, oder nicht? Meinst du? Ich habe irgendwie mal so einen Ausschnitt gesehen. So ein Bild, da wurde er irgendwie oben aufgehängt. Siehste, siehste, siehste! Hättest du den mal töten sollen. Wollen wir schnell kommen von da nach da? Wir haben doch einen Beweis, dass sie sich teleportieren können. Ja, stimmt. You can hang like the rest of them. Ich will aber nicht hängen. Hänge scheiße. Ey, da hängt ein Schwanz. Hier hängt ein Arsch. Hier hängt der Beine. This is you on the honeymoon. Hate to imagine our anniversary. Hold still. God. Arschloch! Lass mich runter! Huch! Jetzt hängen wir beide. Oh, ich hab das ein bisschen aufgespießt. Und da liegen ein paar Köpfe rum. Jetzt bricht dir das, was du mit den anderen machst. Karma, Baby. Was? Das Karma hat ihn geholt. Warte, das doch. Er ist tot. Der Amateurchirurg, künftiger Vater, Ehemann, seine Eingeweide sind zerrissen und aus seinem Bauch gezogen. Ich versuche nicht zu lachen. Oh Gott, Lisa, ich schwöre, ich gebe mir Mühe. Wie warst du mal Thema geisteskrank? Ich glaube, der Reporter hat selber geisteskrank. Jetzt kannst du ja mal den Zettel aufnehmen, bitte. Wir wissen, was da ist. Also, okay. Kannst du gar nicht aufnehmen? Ich kann es nicht lesen. Ich habe es auf Französisch. Toll. Wir machen uns wahnsinnig für den Zettel, wo ausschaut, als könnte man aufheben. Oh Gott, Lisa, ich versuche nicht zu lachen. Ehrlich, ich gebe mir Mühe. Und dann kommt die Psycho Lache. Also Lisa, er gibt sich echt Mühe. Ich glaube, da hätte jeder gelacht. Oh ja. Es ist eine Mail-Traktion. Mail bedeutet Männer-Traktion, ne? Ja. Okay. Wir machen jetzt kurz laufen. Da brennt's! Oh. Huch! Huch! Warte bitte! Und es lädt. Und es lädt. Dum, 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 dum. Ah! Ich glaub, das ist doch... Das ist doch die Kapelle! Das Kreuz! Es brennt. Dann hat sich in dem Moment jetzt der Priester abgefackelt. Welcher Priester? Höchstwahrscheinlich. Was zum Priester? Oh mein Gott. Das weißt du, wenn du den ersten Teil gesehen hast. Also. Ja, hab ich wahrscheinlich. Ja.
eine brennende Kirsche. Eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht, nicht mal, dass wir eine Kirsche hatten. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Ja. Ja, Gott, das sagen, fragen wir uns auch oft. Ich würde mal sagen, da gab es keinen Gott. Wollen wir sagen, über die Kamera. Entschuldigung. Hilfe! Nee, oder? Wer steht da? Geh mal links. 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 Okay. Oh. Ha, ha, ha. Jetzt hat's den... Da wurde ich vorhin schon gejagt, der hat's jetzt erwischt. Mhm. Karma. Private Polizisten, Söldner, private Armee, wie auch immer, die sich jetzt nennen, sie sind genauso hilflos wie wir. Ich muss hier raus. Entkommen. Aber irgendwie erwischt das Karma jetzt alle, oder? Willkommen bei der Nachahmung Red Coon Company. Oder nicht, ne? Oder ist die Red Coon Industries? Siehst mich nicht? Verdammt. Nicht, dass es so ein Ende ist wie beim ersten Teil. Bezweifle ich. Batterie! Ich habe schon zu viele Batterien. Dokument! Wieder was zum Lesen! Ach du Scheiße. Helen Grenet. Ein Group, was? Wope. Ja, keine Ahnung. Group, wir treffen Group 841. At Morkov Corporation. L-U. Rudolf, was? Rudolf Wegeners Aufstieg. Sehr geehrte Herren. Der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wegener aus dem tragenden und finanziellen System von Mount Massive. Massive, ja? Ja. Zu gewährleisten. Sie hat sein vorgeschrittenes Alter, sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeitern und den Angestellten entgegenwirken, welche ihn netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter. Ist der Gruftwächter als Beruf so? Nee. Nee. Ah, gelegt haben. Aua. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Hm? Kommt schon. Ah. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung der Patienten 14306-8 14279-1 Gesundheit. Entschuldigung. Das ist glaube ich ein Brief, aber egal, ne? Und 14868-1 Ruf mich an, ne? Bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Wernickes Unterlagen durchforst und fanden keinen Hinweis auf die drei luziden Träume. Ich denke, es hat eine sichere Annahme. Dass Wernicke durch den teilweisen Erfolg mit seinem Patienten Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressource ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neuen Anlagen gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, so dass ich zukünftige Resultate mit einem eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Grant, Murkoff Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. Ende. Bevor ihr euch da noch lang rumärgert mit dem Lesen. Ich weiß, ich habe das jetzt nicht so schön betont gelesen wie du, Schatz. Du wirst nicht hier lang, oder?
Das ist nur... Oh. Der Pfeil zeigt noch da. Runtergeschoss. Karma, Baby, Karma. Oh, du armer alter Sack. Riech am Fuß, schnüffel am Fuß. Mmh. Oh, schnüffel der geil. Ja, jetzt will ich den Mund. Oh. Ja, gut. Glaub mir, du würdest auch einen Hass auf ihn schieben. Oh ja. Du würdest ihn sogar noch treten. Oh, du machst mir so. Ja, machst du mit mir? Mach die Tür zu. Scheiße. Dam, dam, dam. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen. Sehen Sie nichts. Doch, jetzt hat. Sind Sie eine klare Verarsche? Meine Damen und Herren. Aber wie agiert er noch seltsamerweise springen kann, dafür, dass er einen Splitter im Fuß hatte? Ja, wa? Also von es gerade zwischen 1 bis RTL Nachmittagsprogramm sieht man eindeutig RTL. Plus. Speichert. Ja. Sagen wir mal RTL 2. Ne? Oh Gott. Oh. Licht. Ich glaube, du musst da durch. Oh. Ich will an deiner Stelle rennen. Ja, wie denn? Haha, wie der Humpel. Lebst du noch? Hey, Kumpel, lebst du noch? Nö, glaub nicht. Ich glaub, der hat's hinter sich. Jetzt war ein Hund, ich hab's gesehen. Fest verriegelt. Kennen wir den Raum nicht? Ja, vom Anfang, ne? Ja, da saßen noch so ein paar Typen rum, ne? Nein, das Problem war, hier war auch Mr. Kralle. Mr. Kralle? Fatty McFatFat. An den hatten wir doch alle gute Erinnerungen. Ja, wa? Gleich, da liegt was. Dokument. Und weiter geht's. Level? Warnung. Level Twibble Schwarz. Sicherheitsprotokoll inklusive chemischer Fixierung, psychischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern sind für die Gesamtdauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierung für alle Personal innerhalb von 500 Meter zu den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzinationen angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden, sind psychisch blind, aber nicht unsehend. Anmerkung, Sicherheitsfreigabe für Projekt Wolverde ist nicht gültig für Informationen über die Patienten 1436-8, 1427-9-1 und 1486-8-1. Eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet werden. Also. Sprich, irgendwie die drei hatten irgendwie was Besonderes. Oder es war einfach mal ein Versuch. Es ist komplett fehlgeschlagen und wollten es damit eher mal vertuschen. Und damit zu behaupten, dass die einfach mal geistig ganz gestört sind. Obwohl sie es nicht waren. Klo 1. Klo 2. Klo 3. Mann, sind wir hässlich. Hast du es gesehen, wie der Spiegel zerbrach? Ja. Mann, Mann, Mann. Alle Türen sind so fest verriegelt. Ja, aber... War vorher nicht so. Nee. Selbst die Tür ist fest verriegelt. Selbst die Tür? So hoch? Selbst die Bibliothek ist verriegelt. Nö, da komme ich nicht hoch. So. Wie heißt mit der Treppe? Welche Treppe? Die Mom.
Ah, okay, gut. Ich rieche schon irgendwie die Freiheit, du? Hm. Hier geht's wirklich runter. Dann weiter. Weil wir mal gucken, ob hier oben noch was ist. Verschlossen. Dann okay. Dann nimm dich. Dann nimm doch runter. Verriegelt. Verriegelt. Ich würde das mal umschauen. Verriegelt. Du musst in der alten Etage bleiben, glaube ich. Alter, in dem ersten Teil war das alles nicht verriegelt. Nee, war? Wie kann das sein, dass sie das jetzt so schnell verriegelt haben? Vor allem, wenn keiner mehr da ist. Mr. Park. Wo? Karma. Jeremy Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten, eines Mann, der mich hätte heute mit Salz. Hätte mich heute mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn eine Beförderung und ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden. Tue ich wirklich? Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverlassenen Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. I'm coming home. Jetzt müsste das Lied am Coming Home laufen. Dann gehen wir durch. Nee, geht nicht weiter. Nee, ist alles verschlossen. Spielverderber. Spielverderber. Ich glaube, du musst wirklich gehen. Der hat seinen Kopf verloren. Boah, schade. Der hat jemand seine Periode. Entschuldigung. Verdammt! Wichser! Verdammt, scheiße, sterben sie schon. Seit wann hat der eine Wunde am Bauch? Guck mal, was er gerade in der Hand hat. Also. Kamera! Kamera! Ich glaube, der wurde auseinandergerissen. Nur a little bit. Ah, da fällt die Wunde jetzt auch nicht mehr auf. Nö. Also ich würde mal sagen, der Geist will anscheinend, dass es auch ins Licht, kommt. Bist du dir da sicher? Glaube ich. Weil das war der Wallrider, Max. Der vermute ich kann, weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, was da vorher passiert ist. Er war auch nicht dabei. Frei, oder? Frei oder nicht frei? Das ist die Frage. Alter. Die müssen ja hier durchgebrochen sein. Siehst du das? Ja. Die sind hier durchgebrochen. Hat Lisa die Hilfe geschickt? Keine Ahnung. Auto. Ich glaube, ich einfach das Auto von deinem Vorgänger. Das ist nicht der Wallrider, oder? Das ist der Wallrider. Fahr! Gib Stoff! Rett er durch! Das ist die Frage. Was passiert ist nun? Ende. Bringen Sie den Kopf, Mr. Park, dann gebt es kein zurück. Es sind genug Beweise, auf Sie wieder, um Murkoff in die Scheiße zu retten. Und den, wo wir jetzt gespielt haben, ist der, wo das jetzt geschickt hat? Den wir jetzt gespielt haben, hat den Reporter die E-Mail geschickt. Im ersten Teil, wie ich mich kriege. Und da der Reporter sich nicht mehr gemeldet hat, ist er selbst losgegangen, oder wie? Ne, er wollte ja raus. Okay.
Once you click upload, your life is over. Everyone. Der Schicker wollte raus und der Reporter wollte rein. Weil der Reporter starb. Schick, schick. Ja, schick. Ende. Ende. So, meine Damen und Herren, für heute war es wohl. Jetzt gehen wir alle ruhig gehen ins Bett. Und haben süße Träume. Ja. So, wie gesagt, das war es mit dem DLC Whistleblower. Wir haben schon ein bisschen uns schlau gemacht, aber Nachteil ist, im Herbst erst kommt Outlast 2 und das werden wir natürlich auch Let's Playen. Bis dahin werden wir uns noch mit kleinen anderen Games zufrieden geben müssen. Hoffentlich hat euch das Let's Play gefallen und wir hören uns wieder.